Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Selbsthilfe-Podcastes Help FM. Und wir haben wieder ein volles Studio und darüber freue ich mich und wollen diesmal eine, wie ich finde und auch aus eigener Erfahrung sagen kann, sehr lebendige und funktionierende Selbsthilfegruppe aus Berlin und Brandenburg vorstellen. Es geht um den amputierten Treffpunkt. Und bei mir im Studio und jetzt hier am Mikrofon ist die Leiterin dieser Gruppe, Silvia Wedel. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich ebenfalls und vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ja, Frau Wedel, wie gesagt, wir hatten ja auch schon mal miteinander zu tun. Da habe ich schon gesehen, dass Sie sehr viel anbieten und auch die Gruppe also eine ordentliche Größe hat. Und Sie bieten ja auch noch für Angehörige was an. Teilweise teilt sich da, treffen sich wunderschön gelegen, ne, in einem schönen Haus in Berlin-Lichterfelde, auch in einem schönen Garten, liegt auch schön zentral. Denn Sie von Anfang an, seit der Gründung vor 7 Jahren, verstehen Sie sich ja eben auch für Berlin und Brandenburg zuständig. Und es geht bei Ihnen also um die Problematik der Amputation. Wie kam es denn erstmal zur Gründung damals? Wie kam es zur Gründung? Ich selber bin doppelseitig amputiert und habe nach meiner ersten Amputation an sowas nie gedacht. Und nach der zweiten habe ich ja ebenfalls Amputierte kennengelernt im Unfallkrankenhaus in Marzahn. Und da ist einfach der Gedanke gereift. Bis zur Gründung hat es dann noch mal fast 1,5 Jahre gedauert. Aber wir waren uns von vornherein irgendwann sicher, wir brauchen mehrere zum Gespräch. Ja, wie war denn das damals? Also gab es da gar nicht so eine Anlaufstelle, dass Betroffene mal Betroffene treffen können? Hatte man da nur eher so mit medizinischem Personal zu tun, mit Ärzten? Genau, es gab schon eine damalige Gruppe von einer älteren Dame, wo man sich aber noch als etwas jüngeres Klientel unwohl gefühlt hat. Das ist oft eine Problematik mit dem Alter, das hört man auch immer wieder in der Selbsthilfe. Also man möchte schon eher so mit Menschen zu tun haben, die ähnlich wie Sie, ich weiß nicht, wie alt Sie damals waren, also standen halt noch im Berufsleben, ne? 50 war ich gerade. Ja, aber man, da hat man einen anderen Horizont als eine 70er, ist klar. Genau. Obwohl die Problematik natürlich für einen Außenstehenden würde sagen, naja, amputiert ist wahrscheinlich amputiert. Aber trotzdem, ne, ist das anders. Ja, genau. Hut ab vor dieser Dame. Sie hat in der damaligen Zeit viel geleistet. Aber für sie gab es Amputierte nur bei Durchblutungsstörungen. Und das ist ja leider, oder was heißt leider, ja überhaupt nicht so. Es gibt ja auch andere Gründe, aus denen amputiert wird. Wir dürfen klar den Diabetes nicht vergessen. Oder der steht mit an höchster Stelle. Aber es gibt Krebserkrankte. Es gibt Amputationen nach Infektionen von Hüft- oder Knietepp. Und es gibt genauso auch die Unfallopfer und das darf man nicht vergessen. Ja, also die Bandbreite und dadurch auch die Altersbreite ist eben viel größer als nur die durch Blutungsstörungen amputiert sind. Und das ist bei Ihnen ja auch übergreifend. Ne? Es gibt jetzt keine Gruppe nur für Verunfallte oder so, sondern da sagen Sie, Amputation ist Amputation und da trifft man sich jetzt hier in Ihrem Treffpunkt. Stand der Name auch, finde ich auch schön, klingt nicht so wie irgendwie Gruppe, sondern Treffpunkt, stand das fest oder wie sind Sie drauf gekommen? Nein, hat sich dann irgendwann mal rauskristallisiert. Am Anfang haben wir uns mal in einem Sanitätshaus getroffen, weil man kennt ja überhaupt nicht andere Amputierte. Man muss ja erstmal welche zusammensammeln, sage ich einfach mal. Und das war in der Nähe damals von der Eastside-Geschichte in Berlin. Und da dachten wir Eastside-Gallery, aber okay, hat nicht so den Bezug zu Amputierten. Und dann ist einfach dieser Name Amputierten-Treffpunkt. Und dann Berlin-Brandenburg, weil die kommen eben von überall. Die sind nicht nur aus Berlin. Wir haben halt ein großes Einzugsgebiet, das geht von Magdeburg bis den ganzen Brandenburger Bereich, bis oben oberhalb Berlin, jetzt dann Erkner, dann hier Hoppegarten, also wir sind wirklich sehr weit. Fürstenwalde, viele nehmen richtig viele Kilometer auf sich, um zu unseren Treffen zu kommen. Ja, einmal die Woche, ne? Oder einmal im Monat. Einmal im Monat. Genau. Was ist eigentlich so das Geheimnis? Was glauben Sie, warum nehmen die so viele Kilometer auf sich? Ich sag mal einfach, jeder, der mit der Galle zu tun hat oder einen hohen Blutdruck hat oder sonst irgendeine banale Erkrankung, hat im Bekanntenkreis, hat in der Familie jemand, mit dem er sich darüber austauschen kann. Aber die wenigsten kennen einen zweiten Amputierten. Ja? Und machen wir uns nichts vor, selbst wenn man zu seinem Orthopäde oder Hausarzt geht, ist man oft der Einzige. Oder vielleicht hat er noch einen, man weiß es nicht. Und demzufolge, die draußen als niedergelassenen Ärzte fungieren, die haben oftmals nie in ihrem Leben amputiert. Oder mal gerade in der Ausbildung. Und die können keine Fragen beantworten, die dann speziell, man ist ja klar in dem Moment amputiert, aber es kommen ja auch danach noch Probleme mit Druckstellen, mit Scheuerstellen. Wie wir vorhin schon mal kurz gesagt haben, es tut einem plötzlich das Knie weh.
es sind halt Nachfolgeerkrankungen, die sich dann, wenn man länger amputiert ist, einschleichen. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Also gerade bei Ihnen ist es ja auch so, Sie sind ja zweifach am Unterschenkel, ne, amputiert. Eine Seite Unterschenkel, eine Seite Vorfuß. Das ist also ja auch nochmal eine doppelte Erschwernis. Ja. Ne? Da, das Laufen lernen wieder und so weiter und so fort. Ich meine, das kam ja nicht zeitgleich, ne? Das Nein, war ja versetzt. Da liegen dazwischen liegen 30 Jahre, kann man sagen. Ja, ja, ja. Wie kam es bei Ihnen eigentlich dazu? War das krankheitsbedingt, oder? Genau, bei mir war es krankheitsbedingt. Ich bin mit einer Spina bifida, einem sogenannten offenen Rücken, geboren und hatte Klumpfüße. Und diese Klumpfüße haben mir mein Leben lang Probleme bereitet. Man hat dabei nervale Ausfälle, das heißt, ich habe kein Gefühl in den Füßen bis zu den Knien. Und daher halt immer Druckstellen. Und die dann ja nicht abgeheilt sind, die Infektionen gemacht haben. Und dann irgendwann, ja mit 25, gerade ein Jahr Mutter, dann zur ersten Amputation geführt haben, zu DDR-Zeiten. War das notwendig oder war das auch eine bewusste Entscheidung von Ihnen? Nein, da war es notwendig. Es war durch eine 5-jährige offene Stelle der Knochen angegriffen. Und dann blieb nichts anderes übrig. Ging nicht mehr. Um dann im Prinzip, es kommt dann eine Sepsis. Und entweder macht man da einen Radikalschnitt oder man überlebt das nicht. Mhm. Da blieb dann keine andere Frage. Und damals gab es ja nur gar keine Selbsthilfe? Zu der Überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Wenn ich überlege, die ganze Nachsorge, die jetzt anläuft, ich bin damals fast ein halbes Jahr nur auf Strümpfen gelaufen, weil diese Art von Amputation wurde damals noch nicht mit der Prothese versorgt, sondern mit einem orthopädischen Schuh. Mein Orthopädie-Schuhmacher saß auf diesem Gelände, das war ja hier mal, wo wir uns heute treffen, PGH-Schuhtechnik. Und entweder hat man das Leder nicht bekommen oder es waren so viele vor einem. Ich habe manchmal ein halbes Jahr auf ein neues Paar Schuhe gewartet. Da waren dann noch besondere erschwerte Bedingungen damals in der DDR. Ne? Genau. Und da war an einem Austausch mit Betroffenen, also so organisiert ja überhaupt nicht zu denken. Hatten Sie dann in der Bekanntschaft irgendwie jemanden? Niemanden. Oder gar nicht? Da mussten Sie sich also richtig alleine durchkämpfen. Richtig alleine durchkämpfen. Man ist wieder ins Leben reingeworfen worden und hat überhaupt keine Zeit zum Nachdenken gehabt. Muss ich einfach so sagen. Ich habe dann im Zuge meiner zweiten Amputation ja dann nochmal den Führerschein bzw. eine Fahreignung neu machen müssen und meinte zu ihm dann doppelseitig amputiert, Vorfuß. Ich sagte, was sind Sie denn gefahren? Trabi? Okay. Umbau? Nein. Ich sehe hier gar keinen Eintrag. Ich sage, es hat mir nie jemand gesagt, dass ich den gebraucht hätte. Also zu DDR-Zeiten, null Frage. Einfach so weitergefahren. Naja, aber zeigt auch, dass sie sich gut durchgekämpft haben. Ne? Ja, ging. Aber okay, er hat dann weggehört, hat er gesagt. Aber trotzdem sind Sie offenbar gut klargekommen, denn Sie hätten ja also nach der Wende, auch hier unser Seg jetzt Potsdam, Selbsthilfeeinrichtung ist ja wie vieles in Brandenburg nach der Wende dann gegründet worden, so 90, 91. Aber da hatten Sie nicht dran gedacht, in den 90er Jahren so ein Selbsthilfeprogramm ins Leben zu rufen. Nein, ich sage mal einfach, ist ein Unterschied zu einem frisch amputierten jetzt, sage ich mal, der es im Laufe seines Lebens erworben hat, als zu mir, der mit einer Behinderung geboren ist. Hm. Wenn man so ein Kandidat ist wie ich, sage ich jetzt mal, man lernt einfach mit dieser Behinderung zu leben und will genauso normal sein wie alle anderen auch. Man denkt nicht dran, man baut ein Haus, man kriegt ein Kind, man geht arbeiten, bis dann die Probleme halt auf der anderen Seite genauso extrem waren und es mich dann gesundheitlich niedergezwungen hat, aber ansonsten... Ja, aber also nach der zweiten Amputation, da wuchs dann bei Ihnen der Wunsch und da wussten Sie auch, dass es sowas gibt, ne? Und genau. Ich habe meinen orthopädischen Schuhmacher dann geheiratet und durch ihn und durch Messen habe ich dann auch immer gesehen, was so los ist in der Materie, wie sich das alles auch verändert hat, auch die Materialien, die ganz anders wohnen. Und nach der zweiten Amputation hat er dann gesagt, komm doch einfach mal mit zur Messe. Und dann habe ich einen ganz anderen Einblick und ein ganz anderes Feedback bekommen. Aha. Und ich muss auch sagen, gerade das Carbon, was ja jetzt hier bei uns Amputierten für die Schaftversorgung verwendet wird, das können wir der Raumfahrt danken, sage ich einfach mal. So ein leichtes, stabiles Material. Die Orthopädietechnik ist wahnsinnig schnelllebig. Es kommen alle 2 Jahre neue Gelenke, neue Materialien auf den Markt. Das ist Wahnsinn. Also da profitieren Sie immer vom technischen Fortschritt, kann ich mir denken. Unbedingt, unbedingt.
Bis hin, also vielleicht gibt es ja auch so diese Träumereien, dass man gewisse Dinge wieder züchtet oder sonst wie, ne? Vielleicht wächst irgendwann was nach. Ja. Nein, man tut in der Handprothetik oder Armprothetik, macht man sich das schon zunutze. Weil die werden ja noch mit den vorhandenen Restnerven angesteuert. Und da ist man schon arg am Basteln, sage ich mal. Und ich glaube, in Österreich gibt es auch schon Operateure, die da vorhandene Nerven wieder zusammenkoppeln, um das dann so gezielt anzusteuern. Und ein ganz großer Fortschritt ist die Endoprothetik geworden. Das heißt, die Endoexo-Versorgung, es wird ein Implantat in den Knochen eingesetzt. Man braucht dann keinen Schaft mehr tragen. Man dockt dann einfach außerhalb an und hat ja, keine Enge, keinen Schaft. Wir haben auch jemanden in der Gruppe, die das gemacht hat und die ist nach wie vor begeistert. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Das sind auch immer wichtige Themen in ihren, bei Ihren Treffen, dass man sich über solche sowas austauscht. Du hast das, ich habe das, wie geht's dir damit, wäre das was für mich, nehme ich mal an, oder? Wie läuft so eine Sitzung ab, wenn Sie sich treffen? Wie läuft's ab? Wir haben versucht, immer so einen bunten Mix reinzubringen. Wir treffen uns, wie gesagt, einmal im Monat. Wir treffen uns mit Angehörigen. Das heißt, wir haben im letzten Jahr jedes zweite Mal dann Angehörigenberatung gemacht. Das heißt, die gehen in einen Extraraum und sind völlig für sich und können sich untereinander austauschen. Und wir sind halt unter uns Amputierten. Und wir versuchen immer einmal die komplette Gesprächsrunde. Das heißt, jeder ist dran, jeder kann seine Befindlichkeiten erzählen. Und das zweite Mal dann immer Fachvorträge. Egal ob Sozialrecht, ob Versorgungsamt, wieder nur wir laden uns auch Prothesenpassteilhersteller ein und versuchen da auf dem neuesten Stand zu sein. Denn auch wenn wir zur Messe fahren, gibt es immer wieder auch mal was zwischendurch, was dann vorgestellt wird. Und wir erleben es immer wieder, wenn man ein sehr kleines Sanitätshaus hat und das sich, ich sag jetzt mal, nicht immer auf dem neuesten Stand ist, dann profitiert auch der Amputierte davon nicht. Das heißt, er weiß vieles gar nicht, was auf dem Markt ist. Mhm. Ob es jetzt ein Liner ist, in dem man schwitzt zum Beispiel, oder ein neues Kniegelenk. Und da ist der Austausch natürlich dann gut. Ne? Die kommen dann zu uns in die Gruppe, stellen uns die Produkte vor. Und dann kann man gezielt auf seinen Techniker dann nachfragen. Kannst du mir das mal zur Probe bestellen oder besteht die Möglichkeit nicht? Und das machen Sie wirklich jedes Mal bei Ihren monatlichen Sitzungen, dass da immer ein Fachvortrag oder jemand... Jedes zweite Mal so ungefähr. Oder nach Bedarf wahrscheinlich. Oder auch oder so, mal nach oder Bedarf. Oder einer sagt jetzt mal, Mensch, ich schwitze so in dem Liner, dann gucke ich, dass ich mal so einen Linerhersteller bekomme. Da gibt es momentan nämlich was, was so kleine Löcherchen hat, um die Feuchtigkeit, die man da drin entwickelt, da nach draußen zu lassen. Wie viele Stunden müsste man denn da in der Woche so googeln, so aus Ihrer Erfahrung, um immer auf dem Laufenden zu sein? Weil ich glaube, gerade bei Ihnen tut sich sehr viel. Wie viel investieren Sie denn so? Ich habe es noch nicht nachkontrolliert. Ich bin schon viel in der Materie drin, muss ich schon echt sagen. Aber ist auch mit den Jahren gewachsen. Klar. Ja, mein Wissen, ich nehme an vielen Fortbildungen teil, gerade das Sozialrechtliche mit dem neuen Bundesteilhabegesetz, was ja immer schrittweise eingeführt wird, da war ja so viel neu. Und versuche natürlich überall an den großen Firmen halt auch an Newsletter zu kommen, wo die dann neue Produkte vorstellen. Und das versuche ich dann natürlich oder mache ich auch. Es gibt immer zwischendurch E-Mails, also es ist selten, dass es zwischen den Treffen keine Mail von mir gibt, wo ich dann auch Neues dann wieder bekannt gebe und weiterreiche. Und Sie haben auch momentan die Zeit, das zu investieren, weil natürlich ist das auch mit dem Grund, warum Ihre Gruppe eben auch so funktioniert und eben auch so viel anbietet, weil Sie nicht noch, sage ich jetzt mal, einen 50-Stunden-Manager-Job am Hals haben, dann ist es natürlich schwierig und auch Familie. Ne? Also das ist bei Ihnen dann insofern schon... Da bin ich in der glücklichen Lage, ich bin EU-Rentner, zu Hause zu sein, bekomme da auch Unterstützung durch meinen Mann, der auch schon zu Hause ist und der, wie gesagt, auch aus dieser Art verwandten Materie kommt. Ja, Sie haben es ja erzählt, das sogar, genau, also das passt sehr gut, natürlich. Das passt, genau. Und ansonsten diese ganzen abrechnungstechnischen Sachen, die wir ja als Selbsthilfegruppe dann doch zu leisten haben, sage ich mal, um halt Fördergelder zu bekommen, da stehen mir halt meine beiden vom Vorstand sehr zur Seite, damit wir da wirklich keine Fehler machen, dass alles korrekt abläuft. Ist ja auch ein Verein, ne? Also Sie haben dann ja auch dieses ganz normal dem Vereinsrecht unterstehende Vereinsrecht, genau, wie man das so kennt. Wir sind seit 2 Jahren, ich überlege gerade, ich glaube seit 2 Jahren sind wir jetzt ein eingetragener Verein. Genau. Ja.
und sind natürlich immer glücklich über Spenden und Fördergelder, um halt so manche Sachen wie jetzt so unseren Gehschul-Workshop dann zum Beispiel dadurch auch mit zu finanzieren. Aber gerade bei Kassen gibt es ja die Möglichkeit, was Sie alles noch vorhaben und vor allen Dingen auch, wie Sie die Herausforderungen gemeistert haben der Digitalisierung dann durch die Corona-Pandemie. Da wollen wir uns gleich nochmal mit Ihnen unterhalten. Jetzt wollen wir aber mal ein Mitglied Ihrer Gruppe etwas näher kennenlernen, und zwar den Toni Ebert. Ja, Toni Ebert, seit wann sind Sie denn beim Amputierten Treffpunkt? Ja, ich bin jetzt seitdem ich in Berlin wohne beim Amputierten Treffpunkt, also seit 2015. Hatten Sie vorher auch schon Kontakt zu einer Art von Selbsthilfe oder war das dann die Premiere hier bei Frau Wede? Nee, wir hatten vorher schon ganz losen Kontakt. Wir hatten in Magdeburg, habe ich gewohnt vorher, und die Magdeburger Gruppe ist recht eng mit der Berlin-Brandenburg-Gruppe. Und da war ich schon vorher das ein oder andere Mal auf einer gemeinsamen Veranstaltung. Aha. Und was war denn für Sie der Anlass? War das gleich von Anfang an, seit der Amputation, dass Sie den Kontakt zur Selbsthilfe gesucht haben? Also ging es auch darum, wie Frau Wede schon sagte, also es ist immer wichtig, mit einem Betroffenen zu sprechen, oder was war da so der Anreiz? Der Anlass war, dass wir uns vorher schon lose gekannt haben durch die gemeinsamen Veranstaltungen. Und als ich dann nach Berlin gegangen bin, oder wir besser gesagt, meine Freundin und ich, da ging es dann auch los, dass man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt wirklich mal uns zusammentreffen, und der große Vorteil ist, es ist freitags und es ist später Nachmittag, sodass man auch als Arbeitstätiger an den Treffen teilnehmen kann. Aber es ging auch um das Gespräch mit Betroffenen, ne? Genau, einfach auch andere Betroffene kennenlernen und auch die eigenen Erfahrungen weitergeben. Und Sie haben da einige gemacht. Bei Ihnen ist es ja passiert im Dienst, ne? Sie waren bei der Bundeswehr. Ich war bei der Bundeswehr, genau. Ich war 2003 im Auslandseinsatz in Afghanistan und habe dort einen Selbstmordanschlag überlebt. Ja. Können Sie dazu ein bisschen Näheres erzählen? Wie können wir uns das vorstellen, was Ihnen passiert? Wir waren damals auf dem Weg vom Camp Warehouse zum Flughafen, um an dem Tag nach Hause zu fliegen. Und neben unserem Bus hat sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Wir waren insgesamt 34 Leute. Es gab 4 Tote und 30 Schwerverletzte. Und ich war einer dieser Schwerverletzten. Was ist genau passiert? Also was haben Sie verloren? Ach so, wo soll ich denn anfangen? Oben oder unten? Vom Schädigungsbild her nehme ich mal nur die großen Sachen. Es ist eine posttraumatische Belastungsstörung vorhanden. Das rechte Auge ist entfernt worden. Nervenschädigung im linken Arm mit einer Gefühllosigkeit in den ersten 3 Fingern. Und die Amputation des rechten Beines oberhalb des Kniegelenkes. Also das ist schon natürlich eine Geschichte. Und der redet hier nur, glaube ich, von Ansätzen, also absoluten Respekt, das ist völlig klar. Wie fühlt man sich dann in der Gruppe? Dann geborgen oder wie war das? Also Sie haben da natürlich einiges erlebt. Jetzt sitzen da andere, der eine kommt vom Motorradunfall, denke ich mal, der andere hat eher eine Geschichte, wie wir sie von Frau Wede schon gehört haben. Wie fühlten Sie sich da so gleich aufgenommen und aufgehoben? Ich meine, jeder hat seine Geschichte, aber ist es dann so, dass man dann doch ähnliche Probleme hat? Ja, also ich sag mal, jeder Mensch hat ja seinen eigenen Rucksack zu tragen. Ja, und der eine hat einen schweren Rucksack und da kann man dann schauen, ob man den abnehmen kann oder ein bisschen unterstützen kann beim Tragen. Andere haben wieder einen kleinen Rucksack und letztlich tragen wir alle den Rucksack der Amputation. Und es gibt halt Menschen, die damit sehr, sehr gut klarkommen. Ja, und es gibt halt Menschen, die ein bisschen Unterstützung brauchen. Und in der Gruppe selber habe ich mich sofort sehr gut aufgenommen gefühlt. Ja, war zwar eher relativ jung im Verhältnis zu anderen Amputierten, aber nichtsdestotrotz ist es herzlich und ein sehr offener Umgang. Was sind so die wichtigsten Fragen, die Sie damals hatten? Also es ist ja sicherlich so, wenn man das alles erstmal so halbwegs, ja, erstmal überlebt und verdaut und wie auch immer, was war so das Wichtigste für Sie? Ist es die Frage gewesen, wie kann ich wieder laufen oder welche, was wir auch schon angesprochen hatten, welche Art der Prothese hilft mir oder was sind so die größten Dinge, die einem da durch den Kopf gehen dann? Also nach der Amputation selber, wie gesagt, es war 2003, ist natürlich die erste Frage, wie komme ich wieder auf die Beine? Mhm. Ich war damals 23, das ist noch sehr jung. Diese Fragen waren aber bei der Selbsthilfegruppe dann schon kein Thema mehr für mich. Da waren Sie ja dann schon älter, das war 12 Jahre später, ne? Genau, da stand ich dann im Leben, da hatte ich meinen Job, war voll berufstätig, war auch sehr mobil. Da war es dann eher so mit der Grund, auch das Wissen weiterzugeben und auch zu zeigen, dass es weitergeht. Also Sie hatten gar nicht mehr so die großen Fragen?
Die Fragen ergeben sich immer wieder mal. Man hat selber natürlich auch nach 18 Jahren Amputationen noch Druckstellen und gibt es immer wieder mal ein neues Medizinprodukt auf dem Markt oder ein Pflaster oder der andere sagt, Mensch, das Kind, versuchst du einfach mal mit einem normalen Blasenpflaster, was eigentlich für solche Sachen gar nicht gedacht ist, aber es funktioniert manchmal. Mhm. Das sind so die kleinen Tipps. Genau, ne? Die kleinen Tipps, die gibt einem kein Arzt, auch kein Diplomtechniker. Jetzt könnte man ja sagen, auch naja, aber Google vielleicht, Dr. Google, was ist der Unterschied zum richtigen Treffen und dem zu Hause rumsitzen und recherchieren im Netz? Ich sag mal, unsere Selbsthilfegruppe ist sehr speziell. Also es gibt nicht, wenn man googeln würde, Druckstellen am Stumpf, würde man wahrscheinlich auf eine medizinische Seite kommen, aber nicht auf eine Selbsthilfeseite oder auf einen Blog oder ähnliches. Mhm. Und da ist der persönliche Kontakt einfach besser. Ja, und es ist auch eine Frage des Vertrauens, weil man natürlich auch im Netz nicht weiß, wer was mit welchem Hintersinn vielleicht auch reinstellt. Da sind ja manchmal auch pharmazeutische Interessen, also Wirtschaftsinteressen mit dabei, die dann so verpackt sind als Erfahrungsbericht, ne, und so weiter und so fort. Und hier kennt man sich, man blickt sich in die Augen und sind denn auch Freundschaften oder gute Bekanntschaften entstanden mittlerweile? Ja, auf jeden Fall. Also es sind gute Freundschaften entstanden und die möchte ich auch auf keinen Fall missen. Sie haben ja gesagt, also für Sie war es auch eher jetzt der Wunsch, weil Sie dann natürlich dann auch schon älter waren, 12 Jahre dann auch schon damit umgehen mussten, Ihre Erfahrung weiterzugeben. Wie machen Sie das konkret? Na, wir sind einfach da, wenn die Leute Fragen haben, einfach auch zu antworten, was dort für Fragen sind oder auch die Kontakte weiterzugeben. Ja, gibt auch Probleme, wo wir nicht helfen können, wo wir ganz klar sagen, wende dich an deinen Orthopädietechniker oder damit musst du definitiv mal zum Arzt gehen oder Ähnlichem. Ja, und das hilft schon den meisten sehr viel weiter. Mhm. Es gibt ja auch so ein bisschen wie so ein Mentorenprogramm bei Ihnen, ne? Also dass man gerade, wenn neue Leute dazukommen, sich um die zumindest anbietet, sich zu kümmern, ne? Die so ein bisschen zu begleiten oder wie läuft das? Ja, also die Neuen haben meistens sehr viele Fragen. Ja. Mhm. Und da ist es dann auch wichtig, zum einen sie in die Gruppe langsam einzuführen, teilweise dann auch die Gespräche außerhalb des Gruppentreffens, also des offiziellen Teils, sage ich jetzt mal, sondern im Vier-Augen-Gespräch, Sechs-Augen-Gespräch, Acht-Augen-Gespräch, mit denen sich ganz einfach zu unterhalten und dort die Fragen zu beantworten. Und ich denke, das gibt einem selber auch immer sehr viel, auch noch persönlich, ne, wenn man anderen helfen kann und wenn man merkt, wie derjenige dann besser damit klarkommt, durch den eigenen Erfahrungsschatz. Natürlich. Kann ich mir vorstellen. Das ist ja bei jedem so, der anderen hilft. Ja. Wie ist es jetzt, Sie sagen, der Beruf steht sich natürlich, hat da der Arbeitgeber nach wie vor Verständnis, weil Sie ja sicherlich auch einige Zeit investieren für die Selbsthilfe, das ist ja wichtig. Ich versuche es schon ganz klar zu trennen, also das, was in der Selbsthilfe läuft, das läuft nicht während meiner Arbeitszeit, sondern läuft ganz normal wie bei jedem anderen Ehrenamtlichen halt auch außerhalb der Arbeitszeit. Aber so ein Treffen vielleicht mal mit jemandem, den man begleitet, der gerade frisch ist oder so, das kann auch mal am Tag passieren, ne? Läuft alles nach der Arbeit. Okay, also grundsätzlich gut organisiert. Es sei denn, ich reiche Urlaub dafür ein, dann ist das natürlich was anderes, aber ansonsten nur in der privaten Zeit. Alles klar. Wie geht es Ihnen momentan, wenn ich fragen darf? Also gut. Ja, es ist natürlich sind Einschränkungen da. Man kann nicht alles das machen, was man machen möchte, aufgrund der Corona-Situation. Aber ansonsten sehr gut. Vielen Dank. Sehr gerne. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Melanie Wittke, auch schon seit 5 Jahren Mitglied im Amputierten Treffpunkt Berlin-Brandenburg, um den es ja geht hier in unserem heutigen Help FM Podcast. Bei Ihnen war die Amputation auch im Jahre 2016, das heißt, Sie sind relativ schnell, haben Sie den Weg dann auch gefunden zur Selbsthilfe. Jetzt haben wir gerade bei Toni ja gehört, da lagen 12 Jahre dazwischen. Bei Ihnen war das also ein kurzer zeitlicher Abstand. Wie können wir Hörer uns das denn eigentlich so vorstellen, wenn man dann irgendwann, man hat halt diese Amputation, bei Ihnen lag eine Krebserkrankung davor vor. Das heißt, Sie wussten ja, was kommt, auf was Sie sich da einlassen müssen. Und dann irgendwann wacht man doch auf, ja, nehme ich mal an. Und was sind so die ersten Gedanken dann? Die ersten Gedanken sind Tatsache, oh Gott, was habe ich getan? Weil es meine eigene Entscheidung ja war, Erkrankung, die zweimal wiedergekommen ist, zu sagen, okay, ich möchte leben, ich lasse den Fuß jetzt abnehmen, also bis zum Unterschenkel. Und ja, der erste Gedanke war, Gott, was habe ich getan? Es wächst halt nicht wieder nach. Und mein großes Glück ist durch die Arbeit, dass ich von der Selbsthilfegruppe dann erfahren habe, den Kontakt dann hergestellt habe und Frau Wede dann kurze Zeit später zu mir nach Hause gekommen ist.
Also richtig gleich die Betreuung. Hatten Sie vorher sich schon schlau gemacht, dass es sowas gibt wie diesen Treffpunkt? Nein, Tatsache oder leider wusste ich das nicht. Es hätte eine große Unterstützung sein können, weil es durch die Ärzte nicht so viel Anhaltspunkte oder Tipps auch gibt, wie es halt in der Selbsthilfegruppe gibt. Können Sie den Zusammenhang nochmal erklären? Krebserkrankung und eine Amputation war notwendig? Was war das denn? Können wir uns das vorstellen? Ich habe einen Weichteilkrebs auf dem Fuß bekommen, hat sich einfach mit einer Beule dargestellt, hat nicht wehgetan. Sie dachten erst, es ist eine Wassereinlagerung. Ich bin 2 Jahre damit rumgelaufen, war bei ganz vielen verschiedenen Ärzten, bis ich gesagt habe, okay, wir machen jetzt Tatsache mal eine Biopsie, genau. Ich lasse dann eine Biopsie machen und dabei stellte sich dann Tatsache heraus, okay, es ist Krebs, ist nicht häufig, gerade in einer Extremität, meistens ist es mehr am Körper, im Körper. Und dahingehend wurde ich dann behandelt, hatte dann 4,5 Jahre Ruhe, bis das nächste Mal auftrat, wiederkam. Dann wurde es halt wieder bestrahlt, herausgeschnitten und dann hatte ich ein 3/4 Jahr Ruhe. Dann kam es nochmal wieder, dann haben wir noch eine Chemotherapie gemacht und die hat leider auch nichts gebracht, sodass sie dann weiter operieren wollten, aber da es dann im Innenknöchel war, kann man sich vorstellen, da ist nicht viel da, was man operieren kann und nur mehr kaputt machen kann. Und die Diagnose war Tatsache auch, es wandert nicht, es kommt nicht wieder, es ist 2-mal wieder gekommen und das war dann für mich der entscheidende Punkt zu sagen, okay, ehe es noch höher wandert und ich kein Leben mehr habe oder mein Kind nicht mehr aufwachsen sehe, lasse ich den Fuß halt abnehmen und habe dann hoffentlich Ruhe. Ist es auch so? Es ist Tatsache so. Also würden Sie jetzt im Rückblick sagen, war die Entscheidung richtig, oder? Auf jeden Fall. War die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Aber es ist natürlich klar, Sie haben es ja gerade beschrieben, im ersten Moment denkt man, war es vielleicht doch nötig, weil jetzt ist ja dann plötzlich alles anders, ne? Natürlich, klar. Und es kommen auch immer wieder die Selbstzweifel, war es wirklich die richtige Entscheidung, weil es gibt immer wieder Probleme, gerade wenn es warm ist draußen, alles Mögliche. Man ist halt eingeschränkt und es fehlt ein Gliedmaß, aber man lebt. Und da denkt man eigentlich jeden Tag dran oder ist es so? Nein, das ist situationsbedingt natürlich mal. Manchmal halt auch durch die Treffen, wenn man andere so hört mit ihren Problemen, Wehwehchen oder so. Aber nein, ich war Tatsache sehr froh, dass ich halt durch die Arbeit von Peers im Krankenhaus erfahren habe, dadurch den Kontakt zu Frau Wede bekommen habe und sie dann zu mir nach Hause kam, sich vorgestellt hat, erzählt hat, wie es weitergehen kann mit meinen ganzen Fragen, die einem dann natürlich durch den Kopf schießen. Und hat mich dann eingeladen, wenn ich wieder soweit fit bin und laufen kann, gerne zur Gruppe zu kommen. Und das haben Sie dann auch gemacht? Und das habe ich dann auch schnellstmöglich getan. Da sieht man ja auch mal ein positives Beispiel, Frau Wede ist ja im Studio und nickt, dass es auch mal funktionieren kann seitens der Ärzteschaft, die dann die Selbsthilfe weiterempfiehlt durch eben dieses Programm, weil die ja auch wissen, das ist stabilisierend, das ist eine gute Geschichte und so soll es ja eigentlich auch sein, dass sich das eben ergänzt. Ja, Betroffene helfen Betroffenen. Genau. Und dann waren Sie dabei und fühlten sich dann auch, ähnlich wie es Toni beschrieben hat, also aufgehoben, also dass man da sind Leute, die einfach wissen, wie es einem geht. Genau, definitiv. Also es war wahnsinnig viel Input. Ich bin, glaube ich, das erste Mal da rausgegangen. Mir schwirrte der Kopf, weil es so viel Neues gab, was ich erfahren habe und auch mitgenommen habe, dass ich gesagt habe, ich will da unbedingt wieder hin und mitmachen und bin dann auch eingetreten, ja. Jetzt auch richtig aktiv sogar im Vorstand, ne? Ja. Richtig mit dabei. Und können Sie das auch alles vereinbaren, auch mit dem normalen Leben, Familie? Also es ist Tatsache schwierig, weil ich auch voll berufstätig bin, aber natürlich versuchen wir, unsere Vorsitzende so gut es geht zu unterstützen. Und haben Sie auch mittlerweile Spaß daran, anderen das weiterzugeben? Also natürlich, auf jeden Fall. Also ich kriege natürlich auch immer wieder ganz viel Bestätigung, was auch ziemlich schwer ist, manchmal anzunehmen, gerade dieses Lob oder diese Anerkennung, weil ich relativ fit war zum Glück, zum Zeitpunkt der Amputation. Ich wurde im November amputiert und bin im Februar wieder arbeiten gegangen. Schütteln immer noch ganz viele den Kopf. Ich würde es, glaube ich, auch nicht nochmal so tun, aber ich bin halt jemand, der immer wieder aufsteht und auch weitermachen muss und alles andere wäre schwierig.
Geben Sie jetzt die Erfahrung dann auch weiter zum Beispiel? Ja, natürlich, sehr gerne. Gerade durch diese Betroffenenberatung im Krankenhaus machen wir das sehr gerne und auch in der Gruppe immer wieder. Mhm. So ist das ja auch wie so ein Schneeballsystem, ne? Also man kommt ins System. Dann da positiv gesehen, ja. Und es kommen ja eben immer wieder Fälle hinzu, hier im Raum Berlin-Brandenburg. Ne? Ja. Ist ja nun mal so, gewollt, ungewollt, passiert einfach. Und insofern können Sie da gerade, wie wir es schon besprochen haben, wenn jemand zum ersten Mal, also nach der Amputation, nach der Operation, denke ich mal, ist ja auch erstmal der Gesprächsbedarf eben. Definitiv. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil dieses von jemandem für jemanden, den es selbst betrifft, ist, kann einem kein anderer so wiedergeben und widerspiegeln. Eine Sache haben Sie angesprochen, wir haben ja nun Sommer, das hört man immer wieder. Können Sie es vielleicht ein bisschen beschreiben für unsere Zuhörer, was ist denn da so das größte Problem, was immer wieder durch die Hitze entsteht? Wenn sich andere freuen, ja, dann ist es für Sie eher ein Problem. Ja, also das größte Problem ist Tatsache, wir brauchen ja wesentlich mehr Kraft, Reserven und Energie, um laufen zu können. Dadurch schwitzen wir mehr und man muss sich das so vorstellen, gerade wir in dem Liner, der aus Silikon ist, ist keine Atmung vorhanden. Also fängt man an zu schwitzen. Der Liner ist nochmal das, was um den Stumpf herum sitzt und man dann in die Prothese steigt. Aha. Und ich Tatsache ist noch mit einer Kniekappe, die auch aus Silikon ist, drüber zieht, also doppelt eingepackt. Da freut man sich natürlich über keine 33 Grad im Sommer. Und der Schweiß, der sammelt sich dann sogar? Der sammelt sich und wenn man es dann auszieht, kann man es manchmal sogar ausgießen. Aber Sie gehen ja auch schwimmen, ne? Zum Beispiel. Also das heißt, man nimmt es dann ab. Man nimmt es ab, man hat aber auch eine Badeprothese und mit der geht man dann auch schwimmen, dann trocknet man es anschließend ab und wechselt das Bein. Mhm. Wie ist es eigentlich mittlerweile für Sie? Ist es ja so, alle drei, die Sie hier sitzen im Stuhl, natürlich normal geworden, Alltag, aber ich denke immer wieder, gerade wenn Sie selbstverständlich sich ausziehen und mal baden gehen, dann sind so Leute irritiert, könnte ich mir vorstellen. Natürlich, die Blicke sind da. Also man, wenn man es akzeptiert hat, ignoriert man sie oder nimmt man sie an. Die Kinder kommen gerne auch und fragen, wo einige Eltern dann gerne versuchen, es zurückzuhalten, wo ich sage, soll doch fragen. Das Kind ist doch neugierig und warum soll es nicht wissen, was es ist? Es ist für mich, gehört es dazu, zum Leben. Das bin nun mal ich so und das strahle ich tatsächlich auch aus. Deswegen kriege ich die Blicke teilweise manchmal gar nicht mit. Ja, das denke ich mal. Also, Sie sind auch sehr, Sie beim Radio jetzt nicht so, ne? Sehr lebenslustige Frau. Was ist Ihnen eigentlich lieber? Also dieses, was bestimmt Erwachsene so machen, Sie sehen es und tun denn so, Sie haben nichts gesehen und gucken weg oder auch mal ansprechen? Mir ist Tatsache das Offensive lieber. Also wenn man es sieht und eine Frage hat, warum nicht einfach ansprechen? Natürlich ist es schwierig, aber ich zeige meine Prothese. Also ich trage Kleider, kurze Hosen, Röcke. Das ist ja die nächste Frage. Viele haben auch so einen Charmefaktor und verbergen das selbst bei höchsten Temperaturen. Mhm. Und Sie sagen nö. Nö, warum auch? Also warum soll ich nicht den Luxus wie alle anderen von luftiger Kleidung genießen? Also Minirock und Prothese. Genau. Und habe auch teilweise keine Verkleidung um die Prothese. Also man sieht das nackte Rohr. Mhm. Und das ist natürlich dann nochmal mehr ein Hingucker, als wenn es doch ein bisschen verkleidet ist. Einige haben natürlich gern den Anspruch, da ist eine Verkleidung drum, die ist Hautfarben, dass es so unauffällig wie möglich ist, dass man gar nicht erst hinguckt. Aber nee, ich habe jetzt auch eine Wadenverkleidung, die ist wieder mit Stoff bezogen und die sieht man halt. Okay. Und das strahlen Sie auch einfach so aus, wie ich sehe, dass Sie damit gut klarkommen. Dankeschön. Gut. Ja, Frau Wede, und jetzt kommt der große Moment. Lockdown-bedingt haben Sie sich ja lange nicht treffen können, in diesem Jahr noch gar nicht, 2021. Jetzt gibt es endlich wieder ein Präsenztreffen. Nehme an, da freuen Sie sich auch schon. Genau, da freuen wir uns ganz doll drauf. Es gibt in der nächsten Woche unser erstes Treffen. Wir müssen die Gruppe teilen. Das heißt, wir machen es an zwei Tagen, einmal Donnerstag, einmal Freitag in unserer Villa Donnersmark und treffen uns dort auch im Garten. Einmal ist der Abstand gewährleistet und wir sind halt auf der sicheren Seite auch den Angestellten der Villa gegenüber. Ja, wir mussten eine Abfrage starten. Wer hat Interesse, wer möchte? Einige sind noch ängstlich, aber wir sind bemüht und freuen uns. Wie sind denn alle so gut durch die Zeit gekommen? Sie hatten ja Kontakt.
Genau, wir hatten Kontakt, wir haben Online-Kontakt angeboten. Da wird mein Kollege nachher noch mal kurz drüber reden. Und ansonsten habe ich mit den anderen telefoniert. Einige sind in den Corona-Winterschlaf gefallen, so nenne ich das immer. Von denen hat man gar nichts gehört, aber bei anderen hat man schon gemerkt, ihnen hat der Austausch unwahrscheinlich gefehlt. Eben, es fehlten ja nun mal diese Sitzungen. Sie haben es wirklich sehr gut gemacht. Da gab es viele Gruppen, die sind an der digitalen Herausforderung gescheitert, wie wir ja auch wissen. Aber bei Ihnen hat es gut geklappt. Da reden wir gleich nochmal drüber. Und Sie haben jeden wahrscheinlich auch angerufen, ja? Immer mal wieder so Kontakt gehalten. Wie geht's euch? Genau. Einige haben sich von sich aus gemeldet, mit anderen habe ich telefoniert. Und es hat sogar auch unsere Peer-Beratung weiter stattgefunden, zwar auch nur telefonisch, aber die Leute haben es angenommen. Mhm. Das heißt, es wurde auch in der Zeit ja weiter amputiert. In dieser Woche sogar 3 Anrufe, also 3 Neubetroffene, die irgendwo Redebedarf hatten. Also eben, das geht ja weiter, Lockdown hin oder her. Es geht weiter. Und ich würde sogar sagen, mit den Beratungen, die ich im letzten Jahr oder in diesem Jahr jetzt schon hatte, während der Corona-Zeit, ich höre immer wieder verschleppte Infektionen. Aha. Das heißt, die sind in der Zeit nicht zum Arzt gegangen, bis sich das dann so hochgeschaukelt hat, gerade der diabetische Fuß, dass dann als letztes nur noch die Amputation blieb. Also eine Folge der Corona-Pandemie, wenn man so will. Ja. Habe ich wirklich des Öfteren jetzt gehört. Ja, also bin ich wirklich erstaunt, aber muss ich dem zustimmen. Mhm. Was steht denn so an? Ich meine, es ist erstmal natürlich wieder mal in Präsenz, das ist klar. Haben Sie sonst noch was vor in diesem Jahr? Ja, genau. Wir haben jetzt im August unseren Gehschul-Workshop für unsere Mitglieder auf dem Plan. Da treffen wir uns jährlich zu einem 2-tägigen Workshop am Neusediner See. Ist ein ganz idyllisches Plätzchen und für uns auch gut gelegen, weil es gibt verschiedene Untergründe. Es gibt Schrägen, es gibt Rampen, es gibt Treppen, es liegt direkt am See. Wir haben ein bisschen Schotter vom Parkplatz, so dass wir das, was im täglichen Leben gefordert wird, auch dort üben können. Mhm. Das ist uns wichtig. Auf ebenem Gelände kann jeder laufen. Aber das, was im Prinzip gebraucht wird, wo man dann sagt, mein Gott, wie komme ich über Kopfsteinpflaster? Laufe ich heute noch nicht gern. Aber man muss da so ein bisschen seinen Mittelweg finden, wie man das ausgleicht. Und da sind wir auch gut ausgebucht, freuen uns auch wieder mit Fachvorträgen von einer Ärztin, von einer Apothekerin und haben 2 Gehschultherapeuten und eine Physiotherapeutin engagiert. Also Programm steht. Und Gehschul ist wirklich so... Muss man sich vorstellen, da wird Gehen auch nochmal geübt auf verschiedenen Untergründen. Auch Treppensteigen ist ein Thema, ne? Genau, es ist ja so, man gewöhnt sich ja irgendwo ganz schnell einen Schongang an. Mhm. Und da kann man auch selbst die langfristig Amputierten nicht von ausnehmen, dass die nach einer gewissen Zeit immer nochmal irgendwo eine Korrektur brauchen, weil es ist ja leichter, wenn ich anders laufe. Aber fürs gesunde Bein natürlich nicht gut, weil das überlastet man. Mhm. Ja, und wenn dann mal einer hinter einen läuft und sagt, Mensch, belaste doch mal das amputierte Bein genauso. Oder beim Treppensteigen, lauf langsamer, aber gib dir Mühe. Ja, dann ist das immer noch mal so ein Anreiz. Und bei einigen halt auch, wenn die das schaffen, dann schaffe ich das auch. Ja, diese, der Anspruch. Genau, gruppendynamischen Prozesse. Und ich höre schon raus, das ist ein richtig hartes Trainingslager. Ja. Genau. Und was wir uns sonst noch mit auf den Weg jetzt geschrieben haben, wir haben ja gemerkt, dass einige, die vielleicht gerne am Online-Treffen teilnehmen wollten, nicht konnten, weil sie die Computerkenntnisse nicht haben. Dass wir da vielleicht nochmal so einen Computerspezi einladen, der da so ein paar Tipps gibt, wie man das richtig macht. Genau. Und dann habe ich gerade von meinem Vorstandsmitglied gehört, dass sie mal eine Kanutour testen wollen. Das heißt, wir sind immer gerne mit der Gruppe auf dem Wasser, mal gucken, wie klappt das Ein- und Aussteigen. Es ist ja ein wackeliger Untergrund. Mhm. Wir haben es im letzten Jahr schon mal mit einer Spreewaldtour probiert. Das ist natürlich ein großer Kahn und man hat eine helfende Hand und sogar die mit dem Rollstuhl konnten mitkommen, weil das Fuhrunternehmen das so angeboten hat. Man hat ja Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Das war ja auch immer ein Bestandteil Ihrer Gruppenarbeit in der Vorpandemiezeit, ne, dass auch immer noch mal so eine Freizeitaktivität gemacht wurde. Das machen ja auch viele Gruppen, weil es ja auch noch mal zusammenschweißt. Auch noch mal hat man einen anderen Horizont, den man da so sieht. Ne, dabei bleibt es in jedem Fall. Genau, dabei soll es auch immer bleiben. Irgendwo der Spaßfaktor, der darf nicht verloren gehen. Aha. Wir reden ja gleich mit Toni, der ist ja hier der Online- und Digitalbeauftragte. Wie haben Sie selber erlebt? Sie haben ja dann eben diese monatlichen Sitzungen online gemacht. Kann das natürlich nicht ganz ersetzen, aber wie haben Sie es persönlich erlebt?
Also ich persönlich bin relativ schnell da reingeschlittert über so einen Grundkurs mal von Sickes. Hat mir gefallen, habe gedacht, wäre eine Alternative. Habe es dann im Vorstand vorgeschlagen. Wir haben es dann auch durchgetestet in der Vorstandssitzung und haben gesagt, wir machen es einfach. Mittlerweile ist es gang und gäbe. Ich habe jede Woche 2-3 Online-Sitzungen auch mit unserem Bundesverband nebenan Fortbildung teil. Ich sage mal, alles, was über 3 Stunden geht, ist Hardcore. Also es wirklich konzentrieren ist schon wirklich sehr, sehr anstrengend, muss ich jetzt wirklich sagen. Aber es ist eine Alternative, um sich zu sehen. Es ist kein völliger Ersatz. Manchen muss man auch mal einfach mal, wenn die Tränchen kommen, in den Arm nehmen können. Ja. Das geht ja alles gar nicht. Das fehlt natürlich, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es vielleicht mal eine Lösung ist, das hybrid zu machen. Das heißt, bei denen, die jetzt wirklich nicht dran teilnehmen können, sei es aus gesundheitlichen oder Zeitgründen, dass man guckt, dass man das normale Gruppentreffen dann so gestaltet. Das muss die Zeit bringen. Der WLAN-Anschluss in den Räumen. Ich weiß nicht, braucht man dazu eine Kamera? Ich weiß es nicht. Das bedeutet natürlich jetzt auch nochmal dann Hightech aufrüsten. Ne? Ja gut, oder man nimmt die Kamera aus dem Gerät dann, ne? Also aus dem Laptop oder wie auch immer, so muss man gucken. Aber Sie können sich schon vorstellen, das wäre jetzt meine letzte Frage dazu gewesen, dass Sie das also integrieren. Also soll es ja nicht ersetzen, weil es eben manchmal auch viel Zeit spart und auch Wege spart. Ne? Ich denke sowieso, das wird sich so bei uns jetzt einbürgern, da haben sich viele dran gewöhnt, man sieht auch die Vorteile. Und man wird nicht mehr jeden Weg vielleicht fahren. Ich kann es mir vorstellen, habe aber einerseits auch Bedenken. Gerade bei den vielen Alleinlebenden ist es ja so, ich muss mich an dem Tag anziehen. Ich muss vielleicht heute mal die Prothese anziehen, die ich sonst nicht trage. Ich muss mich in die U-Bahn, S-Bahn, sonst was setzen und muss dorthin fahren. Also muss ich mich aufraffen. Und wenn ich das natürlich dann auch noch präsentiert bekomme, dann fällt das natürlich weg. Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Das muss man bedenken. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Dann fragen wir doch gleich nochmal nachher beim Online-Beauftragten der Gruppe, also des amputierten Treffpunkts Berlin-Brandenburg. Toni Ebert, wie steht es denn um die Digitalisierung des Treffpunkts? Also wir sind, denke ich mal, mittlerweile ganz gut aufgestellt. Zu Beginn der Pandemie 2020 war es natürlich für die Gruppe auch Neuland. Wir wussten nicht, auf welcher Plattform wir uns das treffen können. Wir wussten nicht, welche Plattformen anerkannt werden und auch von der Gruppe angenommen werden letztlich. Gerade das Thema Datenschutz war ziemlich, ziemlich hoch. Worüber laufen diese ganzen Streaming-Dienste? Und das musste geklärt werden. Mittlerweile haben wir eine Plattform gefunden und sind da auch sehr, sehr vorn drin, was so den normalen Ablauf anbelangt. Und ist denn jeder in der Gruppe, war da überhaupt so ausgestattet mit einem vernünftigen Internetzugang und einem Laptop oder wie auch immer, oder reicht ja auch ein Handy, aber hatte da jeder so die Voraussetzungen erstmal, die technischen? Nein, jedes Mitglied hatte die Voraussetzungen nicht. Also wir haben ja, ich sag mal, vom um die 20, 23-Jährigen bis zur 95-Jährigen haben wir sämtliche Altersgruppen dabei. Ja. Und die Ausstattungen, sowohl was die Hardware anbelangt, Software, als auch die Internetausstattung, ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Und auch damit umzugehen, ne? Ist ja dann auch noch schwierig. Und damit umzugehen, genau. Wir hatten, als wir dann wussten, welche Plattform wir nutzen wollen, haben wir dann im Vorfeld des Treffens angeboten, dass wir eine Schulung machen, dass die Leute sich vorher schon mal kurz aufschalten können, um auch bestimmte Sachen durchzusprechen. Wie funktioniert das? Wie kann ich die Kamera einstellen? Und so weiter und so fort. Das wurde in Teilen auch ganz gut angenommen. Es gibt aber leider halt auch Mitglieder, die technische Ausstattung nicht haben und teilweise auch nicht oder grundsätzlich kein Interesse daran haben, sich digital zu treffen. Wie ist denn in etwa so die Quote? Also wie viel in etwa haben so mitgemacht? So vielleicht in Prozent oder in Zahlen oder wie auch immer. Wie war es denn so? Mehr als die Hälfte oder... Nee, es war weniger als die Hälfte. Also wir sind mittlerweile um die 70 Mitglieder und zur Spitzenzeit so um die 20, 25 haben an dem Treffen teilgenommen. Das ging ja früh los. Also sie waren wirklich richtig gut dabei. Also der erste Lockdown, wenn man sich erinnert, Frühjahr 2020, im März. Und ich glaube, im April war dann schon 2020 wohlgemerkt die erste Online-Sitzung. Ne? Ja, also wir haben ein Gruppentreffen ausfallen lassen. Mhm. Im März war der Lockdown, im April haben wir ausfallen lassen. Im Mai haben wir uns dann das erste Mal online getroffen. Das ist aber sehr früh. Also viele Gruppen waren da noch länger in so einer Art wirklich Corona-Schlaf. Und wie Frau Wiede auch sagte, also das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, sind dann erst so im Herbst, Winter, als sie merkten, ne, es wird jetzt wirklich, kommt die dunkle Zeit, jetzt wird es wieder, dann haben sie sich geöffnet, da waren sie wirklich schon vorne. Also das ist ja
Ja, es ist, das ist halt auch der Vorteil, dass wir so eine große Altersmischung haben. Wir Jüngeren, wir kennen es halt auch arbeitsbedingt ganz einfach, dass sowas auch vorher, schon vor der Pandemiezeit normal war. Dann stellte sich recht schnell die Frage, warum nicht auch in der Selbsthilfe? Ja. Naja, klar. Blieb es denn bei diesem allgemeineren Teil, wo dann jeder der Teilnehmer erstmal nur gesagt hat, wie es ihm gerade geht und wo die Probleme sind, oder wurden sogar Fachvorträge digital angeboten? Wir haben das Format haben wir so ziemlich beibehalten. Also es ist immer so, dass wir mit Neuigkeiten, News anfangen. Was gibt es Neues auch aus der Prothetik? Dann unsere Blitzlichtrunde, wo jeder im Prinzip sagt, was ist ihm passiert, was ist Gutes, was ist Schlechtes gelaufen. Und wir haben auch Fachvorträge gehabt. Wir hatten sogar ein Online-Erste-Hilfe-Seminar, was sehr gut angenommen wurde, und das funktioniert. Man muss dafür nur offen sein. Also man kann in jedem Fall die Informationen rüberbringen. Das genau. Ist ganz wichtig. Und auch der Austausch erstmal informeller Art funktioniert ja. Das geht auch über Telefon, aber bei Video ist eben immer noch besser, wenn man sich sieht. Ja. Und dass natürlich nicht 1:1 Begegnung ersetzen kann, ist klar. Frau Brieder hat ja auch schon gesagt, ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Mhm. Wie würden Sie es sehen? Ist es was für die Zukunft? Egal, ob Pandemie hin oder her? Also ersetzen kann es die Realtreffen auf gar keinen Fall. Ja. Es kann sicherlich eine Mischform geben, wenn jemand mal nicht zum Treffen kommen kann, dass er sich dazuschaltet. Aber ich würde immer ein reales Treffen vorziehen. Aber ist es denkbar, das auch mal anzubieten? Aus Zeitgründen oder sowas, wo man sagt, Mensch, wir machen es mal digital? Ja, nicht so. Also ich würde es immer, wenn die Möglichkeit besteht, würde ich es immer real anbieten wollen. Ja. Und mir die Zeit dann dafür auch nehmen, wenn dann nur als Zusatz. Ja. Welche, gab es irgendeine Erkenntnis oder Erfahrung, die Sie da sammeln konnten? Sie sind ja recht fit, was Internet und so angeht. Haben Sie noch irgendwas dazugelernt? Geht nichts über eine gute Bandbreite. Wohl wahr. Und wir reden über Berlin und Brandenburg. Gerade Brandenburg hat seine Löcher. Das Format muss einfach stimmen. Also die Plattform, auf der man sich trifft, muss einfach stimmen. Da müssen vernünftige Server im Hintergrund sein, die dann die Datenmengen auch verarbeiten können. Ja. Was ich interessant fand, Sie haben ja sogar die Weihnachtsfeier im Dezember 2020 online abgehalten. Wie war das denn? Interessant. Wir haben ein normales Gruppentreffen gemacht und haben aber gesagt, das sollte weihnachtlich angehaucht sein, sodass also natürlich frei war. Man konnte sich mit Glühwein dazusetzen. Wir haben dann auch digital angestoßen mit Glühwein. Weihnachtslieder wollte, glaube ich, doch ein Weihnachtslied haben wir zusammen gesungen. Also es funktioniert schon. Aber es ist halt, es ist mit einer normalen Weihnachtsfeier auch nicht zu vergleichen. Aber es hat den Leuten Spaß gemacht. Wir haben viel gelacht. Und ich denke, es hat auch gut für gute Laune gesorgt, auch bei den Leuten zu Hause. Ja, das hat man auch irgendwie gehört. Hat natürlich immer was vom Kriegsweihnachten irgendwie, aber besser als nichts, ne? In dem Fall. Ja. Und man hat den Kontakt halten können, das ist genau. Auch wichtig und sich gesehen. Richtig. Okay, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, als der Online- und Digitalbeauftragte, das sollte sich noch ändern? Also irgendwie nachrüsten oder so? Ja, Nachrüsten ist halt schwierig, weil es steht und fällt letztlich auch mit der Ausrüstung der Mitglieder. Mhm. Und da müssen die Mitglieder letztlich selber schauen, dass sie, wenn sie daran teilnehmen möchten, gegebenenfalls aufrüsten. Es funktioniert. Unser ältestes Mitglied hat sich einen neuen Laptop gekauft, weil sie festgestellt hat, es funktioniert nicht, beziehungsweise sie will daran teilnehmen. Das ist doch wunderbar. Hat sich einweisen lassen und hat dann daran teilgenommen. Und das mit über 90 Jahren, da muss ich sagen, Hut ab. Ja. Hätte ich nicht erwartet und zeigt, dass es geht. Eben, da sieht man, wenn der Wille da ist. Ne? Ja, dann wenn der Wille da ist, funktioniert alles. Apropos Wille, Sie haben jetzt ja auch noch was. Wir reden ja gleich nochmal mit Melanie. Sie beide, habe ich gehört, Sie fahren jetzt raus in den Spreewald und wollen da was austesten. Also Sie sind auch wirklich immer wieder versuchen, in Ihrer Freizeit Dinge nochmal zu tun, um die Gruppe voranzubringen. Ne? Ja. Also worum geht's da? Also wir versuchen immer wieder neue Sachen zu machen. Sei es, wie gesagt, eine große Kanufahrt, also wo mehrere Leute auf einem Kanu sitzen. Wir versuchen jetzt einfach mal als Amputierte mit einem ganz normalen Zwei- bzw. Dreimann-Kanu mal rauszufahren und zu testen, wie kommt man in das Kanu rein? Funktioniert das auch für unsere Mitglieder, auch für Ältere? Kann das was sein? Das dann gegebenenfalls im nächsten Jahr dann anzubieten und zu sagen, kommt, für die, die Lust haben, wir machen mal so eine Kanutour mit Amputierten. Also ich finde es wirklich toll, was Sie machen in Ihrer Gruppe. Melanie Wittke, Sie fahren ja raus mit Toni. Und hat man da nicht Angst, wenn man eine Amputation hat? Irgendwie fühlt man sich denn da wirklich sicher auf dem Wasser? Ich kann mir vorstellen, in so einen Kanu einzusteigen und so, das ist doch dann ein bisschen schwieriger.
Ja, sicher ist es schwierig, aber man meistert ja auch so im Alltag immer wieder neue Dinge und so probieren wir halt auch aus, was möglich ist und gucken halt auch, was für die Gruppe vielleicht machbar ist. Ob Ältere mit Badeprothese, vielleicht auch ohne Bein, werden wir sehen und testen. Der Spaß steht da im Vordergrund. Das also auf alle Fälle. Sie suchen die Herausforderung und gehen auch gerne mal wieder an die Grenze darüber hinaus. Und ich merke auch so, Ihr Ziel ist im Grunde ja so zu leben, als wäre nichts gewesen, was ja auch richtig ist. Ne? Also sich nicht einzuschränken. Sich nicht einschränken zu lassen, genau. Genau, sich selber nicht einschränken durch zu viel Angst, ne? Und auch nicht einschränken lassen durch die Gesellschaft. Das ist Tatsache immer wieder schwierig, aber auch die Hürden versuchen wir zu meistern und zu nehmen. Ein Thema würde ich gerne noch zum Schluss ansprechen, Urlaub. Wir haben ja Urlaubszeit und viele freuen sich, dass sie ja nur jetzt endlich auch mal wieder ans Meer oder wohin auch immer fahren können. Das ist jetzt aber schon natürlich ein bisschen eingeschränkt, oder wie sieht es da aus? Das ist in dem Sinne eingeschränkt, dass die Planung vorher wesentlich akribischer durchgeführt werden muss. Und da die Mitglieder in der Gruppe auch ganz viel Input geben können, ob es Flugreisen sind, Zugreisen sind mit dem Auto, was man mitzunehmen hat, woran man denken sollte, ob es der Imbusschlüssel ist, ob es der Duschhocker ist, ob es der zweite Liner ist, die zweite Kniekappe, Reparaturkits, ja. Also vielleicht können wir das ja mal kurz sortieren. Das ist jetzt für Insider wirklich, also man sollte gucken, dass man also eine Ersatzprothese dabei hat. Es kann ja mal was passieren, dass die kaputt geht. Das wäre sehr von Vorteil. Viele haben leider am Anfang ja noch nichts zum Wechseln. Auch wenn einem die Badeprothese zusteht, braucht es ja erstmal, bis die erste Versorgung durch ist und dann das Badebein. Aber wenn man das hat, sollte man es eigentlich schon als Reserve dabei haben. Mhm. Weil es kann immer was passieren und im Ausland ist die Versorgung dann nicht so gegeben teilweise. Es muss noch nicht mal im Ausland sein, das muss ja einfach nur... Auch. Genau, ja. Über Hitze haben wir ja schon gesprochen vorhin, das ist auch noch ein Problem. Wie planen Sie persönlich Sommerurlaub überhaupt oder sagen Sie eher nicht, ich mache es in einer anderen Jahreszeit? Oder? Nein, also ich gehe tatsächlich auch gerne baden im See und freue mich, wie gesagt, auf den Workshop schon. Hoffen, dass genug Wasser da ist, dass wir in den See können. Nein, also da gibt es bei mir keinen. Also Skifahren tatsächlich habe ich auch noch nicht probiert, ist auch nicht so meins. Also ich bin dann doch eher mehr für den Sommerurlaub. Wandern in den Bergen, auch alles kein Problem. Geht das überhaupt, so eine Bergtour? Man braucht Kondition, aber es funktioniert. Man muss sehr sportlich sein. Ein bisschen. Ja, und wie gesagt, an alles denken. Und da schlägt sich dann der Bogen wieder, ne? Der Kreis. Ist die Selbsthilfe natürlich wieder wunderbar, sicherlich, weil dann schon der eine sagt, ja, bei mir ist das und das passiert, bitte denke an dieses und jenes und so muss man nicht immer alles neu erfinden. Die Checkliste ist wesentlich größer und anders. Ist vielleicht ja auch ein Thema jetzt bei der nächsten Gruppensitzung, ne? Dass man sich da auch nochmal austauscht möglicherweise. Das definitiv auch. Wo geht es bei Ihnen persönlich hin in diesem Jahr? Ist schon was geplant? Oder? Wir fahren auf dem Campingplatz, machen da eine Woche Gehschultraining im Bungalow letztes Jahr war es Fallschirmspringen, mal gucken, was dieses Jahr passiert. Also ich merke, Sie lassen nichts aus und das ist auch genau richtig so. Ja. Ja, vielen Dank. Danke auch. So, jetzt sind wir zum Ende unserer Sendung, unserer Podcasts angekommen. Ich frage nochmal Silvia Wede, die Leiterin und auch Initiatorin, Gründerin des Amputierten-Treffpunkts. Haben Sie noch irgendeinen Wunsch, wo soll es denn hingehen? Ja, erstmal wünsche ich mir, dass Corona jetzt wirklich zu Ende geht, dass wir uns wieder alle persönlich treffen können, dass unsere Treffen natürlich auch gut besucht sind. Wir sind offen für neue Mitglieder und hoffen einerseits, dass es wenig neue Amputierte gibt, aber wir mit unserem Wissen eben gute Ideen und gute Vorschläge geben können, dass das Leben auch mit Prothese weitergeht und lebenswert ist. Da mache ich mir keine Sorgen, das vermitteln Sie, das haben Sie uns auch hier vermittelt in der Sendung schon, auch mit viel Lebensfreude, die Sie wirklich ausstrahlen. Und wie gesagt, ich habe ja auch Gruppentreffen schon von Ihnen mal besucht, mir das angeschaut. Also das kann ich in der Tat bestätigen. Da mache ich mir keine Sorgen. Sie sind ja eine große, wirklich Gruppe, haben wir ja gesagt, schon so um die 70 Mitglieder. Und
jede Selbsthilfegruppe will ja immer gerne wachsen. Bei Ihnen wird es dann irgendwann fast schon zu viel. Dann wäre ja die Vorstellungsrunde ja schon, weiß ich nicht, 1,5 Stunden oder so. Aber Sie sind natürlich, wie Sie gesagt haben, offen für alles. Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Glück, viel Erfolg und dass Sie weiter alle Herausforderungen so schön meistern. Und schließe mich da natürlich bei Corona ganz klar bei Ihnen an und hoffe, dass Sie jetzt sich immer wieder treffen können in Berlin-Lichterfelde in der Villa Donnersmarck. Dann auch alles Gute für das Wiedersehen, das ja jetzt ansteht mit allen. Genau, vielen Dank und ich freue mich auch auf das Wiedersehen. Das glaube ich. Ich bedanke mich bei unseren Gästen, bei Silvia Wehle, Melanie Wittke, Toni Ebert vom Amputiertentreffpunkt Berlin-Brandenburg, dass Sie bei uns waren, meine Damen und Herren. Sie können sich natürlich auch im Internet, wir verlinken das alles, darüber informieren, was der Amputiertentreffpunkt alles so macht, was er anbietet, wie man ihn kontaktieren kann. Es gibt auch einen Film auf der Seite und schauen Sie sich einfach im Internet um. Das war's für dieses Mal. Machen Sie es gut. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geldener. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.